Salzburg, Stadt der Festspiele. Doch die Kulturstadt hat noch mehr zu bieten. Kunstgalerien. Welche Rolle spielen sie für die Kulturstadt Salzburg? Sommerzeit ist Festspielzeit in Salzburg. Dann ist auch Hochsaison für die zahlreichen Galerien in der Stadt. Denn die Festspiele bringen nationales und internationales Publikum in die Landeshauptstadt. Ich halte die Festspiele für extrem wichtig für den Galerienstandort Salzburg. Das ganze Jahr über sind wir eine Provinzstadt. Aber wenn die Festspiele beginnen, dann steigt die Temperatur, dann kommt die Internationalität von Besuchern aus 80 Ländern, davon 35 nicht-europäische. Man darf ja nicht vergessen, eine Stadt mit 140.000 Einwohnern, die ist kleiner als ein Pariser oder ein Londoner Bezirk, wo sich sonst das große Kunstleben abspielt. Auch die Kunstgalerien profitieren von den rund 180 Millionen Euro an Wertschöpfung, die von den Salzburger Festspielen erzielt wird. Wir haben sehr bedeutende Sammler hier, die die Festspiele nutzen. Das gehört zum festen Programm, dass man dann auch die verschiedenen Galerien aufsucht. Also da spielen die Festspiele, da spielt das ganze kulturelle Ambiente, da spielt das Selbstverständnis von Salzburg als Kulturstadt eine ganz bedeutende Rolle. Die Galerie Frei hat einen ganz besonderen Gast eingeladen. Hermann Nitsch, die Künstlerlegende aus dem Weinviertel. Schloss Prinzendorf ist der Lebensmittelpunkt von Hermann Nitsch. Hier hat er sein Orgien-Mysterientheater inszeniert. Hier malt und lebt er. Ich habe gewaltige Vorfahren. Mozart, Beethoven, Bruckner, Kokoschka, Schiele, Klimt. Aus diesem Stall komme ich. Und wenn ich die Erwartungen, die dieser Stall eröffnet, miterfüllen kann, dann wäre ich stolz. Das Orgien-Mysterientheater. Mit dem 6 Tage dauernden Spiel will Nitsch an den spirituellen Grundlagen unserer Existenz rühren. Ich spreche von Aktionsmalerei. Und die Aktionsmalerei ist die erste Stufe meines Theaters. Der Maler, er regt sich vor der Leinwand, indem er Farbe verschüttet, verschmiert und rinnen lässt. Er begeistert sich durch das eigene sinnliche Erlebnis. Und die nächste Stufe ist dann das Verlassen des Bildes, das Ereignis, zum Beispiel die Ausweidung von Tieren. Und statt Blut wird Farbe verwendet, Fleisch, Eingeweide, auch nackte menschliche Körper wird eingesetzt. Der wird natürlich nicht ausgeweidet, aber er eignet sich als lebendiges Wesen bei meinen Aktionen. Seit wann hat er jetzt das Schloss eigentlich? Das Schloss hat er schon länger, das hat er seit den 80er Jahren. Galerist Peter Frei weilt heute in Schloss Prinzendorf, um die Objekte für seine kommende Ausstellung auszuwählen. Unter dem Titel Neue und ausgewählte Arbeiten widmet die Galerie Frei dem Künstler eine exklusive Werkschau.
Hier haben wir auch ein paar schöne Schnittbilder schon vorbereitet für Sie, die jetzt im Sommer entstanden sind. Speziell kann ich Ihnen ein wunderschönes Schnittbild darlegen. Dieses ist jetzt entstanden für die erste Probe von Bayreuth. 2021 hat Nitsch für die Bayreuther Festspiele das Bühnenbild erstellt. Diese und neue Bilder der Malaktionen von Hermann Nitsch werden in der Galerie Frei gezeigt. Diese Serie möchte ich auf jeden Fall gerne zeigen. Gekritzelt, geschmiert, gespritzt, geschleudert, geschüttet. Hermann Nitschs Schüttbilder. Ja, jetzt kommen wir von den Schüttbildern zu einem ganz wichtigen Teil von Hermann Nitschs Kunstwerken. Das ist die Grafik. Hier befinden wir uns im Herzen von Atelier Nitsch. Das ist der Schüttboden, der berühmte. Und hier sehen Sie ganz verschiedene Arbeiten aus den verschiedenen Epochen. So verlassen nun die Bilder Schloss Prinzendorf, um in der Kunst- und Kulturstadt Salzburg ausgestellt und verkauft zu werden. Die Salzburger Galerie ist Wiederholungstäter in Sachen Hermann Nitsch. Für uns schließt sich ein bisschen ein Kreis, weil unsere Mutter war schon Galeristin und hat vor gut 20 Jahren den Hermann Nitsch ausgestellt hier in Salzburg. Und da war ich noch als Junger dabei, aber nicht natürlich tätig als Galerist. Und so ist es schön, den Künstler faktisch wieder in den familiären Räumen ausstellen zu können. Hermann Nitsch gilt heute als einer der bedeutendsten Künstler Österreichs. Weshalb? Weil es kein künstlerisches Werk in der österreichischen Nachkriegszeit seit 1945 gibt, das so umfassend und so profund philosophisch fundiert ist wie das Werk von Hermann Nitsch. Er hat seit seinem Sechstagespiel 1998 tatsächlich ein internationales Standing entwickelt. Wir sind hier in einer wunderbaren, kleinen, feinen Ausstellung der Werke Malerei. Aber wir dürfen diese Werke der Malerei nicht isoliert sehen, sondern im Kontext des Gesamtkunstwerkes des OM-Theaters. Lieber Professor Nitsch, liebe Rita Nitsch, herzlichen Dank, herzlich willkommen in Salzburg. Und wie empfindet Hermann Nitsch den Handel mit der wahren Kunst? Warum soll Kunst keine Ware sein? Man kann alles verkaufen, Ringe, Gold, Waren, sogar Urlaubsreisen. Soll ich jetzt sagen, der Handel ist verwerflich? Oder soll ich sagen, der Handel ist heilig? Er ist eben. Ich war am Anfang wirklich sehr arm. Bin in Österreich sogar dreimal eingesperrt worden, wegen meiner Kunst. Und wenn ich jemanden finde, der meine Arbeiten mittlerweile für viel Geld erwerben will, bin ich froh, weil damit kann ich mir mein Theater finanzieren. Also vielleicht, wenn man zusammenfasst, die wahre Kunst kann auch Ware sein. Die Barockstadt Salzburg, deren Kirchen und Häuser im 17. und 18. Jahrhundert erbaut wurden. Wie passt da zeitgenössische Kunst dazu? Wir sind hier oben auf dem Mönchsberg. Wenn Sie hier ins Tal schauen, dann schauen Sie auf Salzburg als barocke Stadt. Das ist natürlich ein gewisser Kontrast. Also wir vertreten als Museum hier die Moderne und das tun viele Galerien auch. Und ich glaube, das geht mittlerweile ganz gut, weil die Moderne ist zum Teil ja selber mittlerweile Geschichte geworden. Und wenn es dann um das Zeitgenössische geht, dann gibt es natürlich dort Reibung und manchmal auch vielleicht Konflikte. Aber das gehört zur Kunst dazu. Kunst ist eben
in ihrem Selbstverständnis als Avantgarde auch dazu da, die Gemüter wachzurütteln. Auch das Salzburg-Museum im Herzen der Stadt setzt auf Avantgarde. Die Schau Großes Welttheater thematisiert die Festspiele. Galerist Herwig Leudl im Austausch mit Museumsdirektor Martin Hochleitner. Wir als Galeristen und Galeristinnen, wir präsentieren Kunst. Wir leben gemeinsam mit den Künstlern auch vom Verkauf, das ist korrekt. Aber das Wesentliche für uns ist die Kunst, die Linie, die Präsentation, das ganz einfach Erkennen von schönen Dingen. Museen und Galerien arbeiten ja vielfach zusammen von den Inhalten her, aber wir sind zum Beispiel auch Teil der Galerienförderung der Republik Österreich. Also wir kaufen ganz bewusst in österreichischen Galerien und unterstützen natürlich damit auch das Engagement, die Initiative für österreichische Künstlerinnen und Künstler. Museum und Kunstgalerie. Partner oder Konkurrenten? Konkurrenz ist ja nichts Schlechtes, wenn es sozusagen dann zu Höchstleistungen motiviert und anspornt. Aber ich sehe das viel stärker als ein kongeniales Zusammenwirken. Und wir haben eine Vielzahl von Künstlerinnen und Künstlern, die in Galerien Projekte realisieren, einzelne Werkgruppen ausstellen, die wir dann mit musealen Gesichtspunkten im Museum ausstellen. Und das nur einmal, jeder hat so seine Aufgabe. Uns ist dann die Sicherung in der Sammlung, die wissenschaftliche Bearbeitung. Und Galerien können da sicher auch viel flotter noch agieren und sozusagen auch junge Positionen entrieren. Opernstar Boskoffus bei der Vernissage-Eröffnung in der Galerie El Art. Die Galerieräumlichkeiten werden unter dem neuen Namen wiedereröffnet. Bisher als Galerie Weihergut in der Linzergasse etabliert, gibt man auch mit neuem Namen einer Vielzahl an Künstlern und Künstlerinnen eine Bühne. Unser neuer Weg ist es, Künstler, die es noch werden, und etablierte Künstler miteinander in unsere Galerie zu bringen. Und das gelingt uns gut. Ich sage immer, es muss ein Herz geben in der Galerie, eine Seele haben. Und das haben wir geschafft in der kurzen Zeit, das hier in unserer Galerie zu etablieren. Und das war auch mit der Grund, warum wir die jahrzehntelange Weg der Weihergut in El Art Galerie weiterführen wollen. Ursula Hübner ist eine der Künstlerinnen, die von der Salzburger Galerie vertreten wird. Hier zum Beispiel diese Serie Romantic Organ, die habe ich 2012 begonnen. Und das war irgendwie aus diesem Impuls heraus, ich liebe die Romantik als Epoche in der Kunst und diese Beziehung zur Natur, die in der Romantik ja ganz stark schon gegeben war. Auch die Lichtspiegelungen und Reflexionen der Arbeiten von Robert Schaberl werden hier präsentiert. Bei mir geht es ganz stark einfach um eine Farbigkeit, die nicht eindeutig ist. Also man kann jetzt sagen, jetzt das Bild ist ein grünes Bild oder ein rotes Bild oder blaue Arbeit, sondern das sind Farben, die sich immer je nach Position des Betrachters und auch nach Lichtsituation verändern. Was wir versuchen, ist hier wirklich die Kunst im Vordergrund zu stellen. Das gebe ich an dich weiter. Wir versuchen einfach umfangreich zu beraten und letztendlich habe ich die Erfahrung gemacht, die Bilder suchen sich oft selber ihren Platz. Hier machen wir ein Produkt, Kunst. Im Wesentlichen leben Künstler und wir vom Umsatz. Unsere Künstler brauchen diesen Umsatz, damit wir den Umsatz machen. Wir brauchen ihn und gemeinsam ist das ein wichtiges Ziel. Lebensmittelpunkt einiger Künstler, die von El Art vertreten werden, ist das Weinviertel.
beispielsweise Jakob Gasteiger und seine analytische Malerei. So bin ich dann immer mehr auf Nichtfarben gekommen, auf unbunte Farben, auf Schwarz oder Grau oder Weiß oder Mischfarben, die das nicht so transportieren wie diese Primärfarben. Seit 2019 verwende ich aber ganz andere Farben, und zwar sehr bunte, aggressive Farben. In Obermarkersdorf lebt das Künstlerehepaar Alois Mosbacher und Frenzi Riegling. Sie arbeitet mit Texten und Textilien. Seine Bilder sind von Bäumen und vom Wald geprägt. Um ein Missverständnis auszuräumen, es ist so keine romantische Waldmalerei. Gerade diese einfachen Kompositionen haben mich immer interessiert, und es wird natürlich gleichzeitig auch Fantastisches kann ins Surrealistische gehen, und es gibt natürlich auch von der Kunstgeschichte her schon eine Tradition von Wald. Ich bin so als Künstler, als Maler eigentlich auch bekannt geworden, sozusagen mit dieser Malereibewegung der 80er Jahre. Das war von den Österreichern Schmalix, Brandl, Damisch, also das war sozusagen, das war eher so eine neo-expressive Malerei. Ich bin ja auch in einer Generation, eigentlich so mit den 80er Jahren, wo eigentlich dieser Kunstmarkt eigentlich angefangen hat. Es gibt ja so verschiedene Kunstszenen, auch sozusagen vom Markt. Es gibt sozusagen wie so die Oberliga und Regionalligen. Und jeder muss irgendwie seinen Weg finden. Gemeinsam mit Skulpturenkünstler Manfred Wackholbinger bereitet Alois Mosbacher mit den Galeristinnen von El Art eine neue Werkschau vor. Dass aus dieser Zerstörung, dass da sowas verfällt und so eine Transformation stattfindet, und dass da in dieser Transformation ist das Sterben und das Wiedergebären und das Leben in einem drinnen. Und das ist, finde ich, bei meinen Arbeiten auch. Ja, hallo. Hey, wartet auf. Jakob! Noch nicht anstoßen. Oder Gladl? Danke. Künstler und Galeristen. Wie funktioniert diese Zusammenarbeit? Das muss ganz einfach passen. Menschlich, wirtschaftlich und vor allem natürlich auch aus eurer Sicht künstlerisch. Abstrakte, großformatige Farbräusche prägen die Werke von Joanna Gleich. Ihre Malerei ist zwar kein Spiegelbild der Wirklichkeit, bleibt jedoch mit ihr in vielfacher Hinsicht verflochten. Ich habe keine Angst zu scheitern, sagen wir so. Wenn mir nicht gelingt, macht nichts, da ist dein nächstes Bild. Und man kann immer das Bild wegstellen. Abstrakte Malerei ist für viele Menschen in der Betrachtung immer noch eine Herausforderung. Wie erlebt das die Künstlerin? Die Tiefgründigkeit und diese Nachdenklichkeit, weil ich habe schon Leute erlebt, die nie abstraktes Bild angeschaut haben oder als Blödsinn abgetan haben. Bei mir ist das nicht so, sehr oft nicht. Weil irgendwie ist das immer etwas, was ich gesehen habe. In der Erschaffensphase nimmt Joanna Gleich gerne auch einen Spiegel zur Hand. Weshalb? Er verdreht die links von rechts und rechts nach links. Und deswegen sieht man das besser. Weil es ist, wenn man die ganze Zeit sieht, und da ist gelb und da ist blau, dann bleibt es immer so. Wenn man das umdreht, dann kann man ein bisschen was nachdenken, eine neue Idee gebären oder so. Das ist einfach erfrischender. Herein! Hallo Johanna, grüß servus, dich. Servus. Hallo. Darf man Pandemie. Bitte. Hallo Nat.
Das ja, ist schön. Das ist Musikbilder. Ja. Die kennst du nicht. Ganz neue Bilder. Du und das habe ich gemalt. Heute erhält sie Besuch von der Galerie Welz aus Salzburg. Das habe ich auch aus Lager geholt. Mhm. Ja, das ist immer ein neues Erlebnis. Es ist interessant, weil man damit immer ganz aktuell beobachten kann, wie der Künstler jetzt arbeitet oder wie er sich weiterentwickelt. Ja. Dann bin ich immer in der Versuchung, dann noch Bilder mitzunehmen, weil ich dann wieder gleich die schönen aktuellen mitnehmen möchte. Ja. Nach welchen Kriterien wählt der Galerist die Bilder aus? Ja, wie einen die Bilder berühren, die neuen Bilder. Also das ist dann, da geht man einfach nach Bauchgefühl. Wir haben schon einmal Bilder ausgesucht, wo wir gesagt haben, ja, das nehmen wir trotzdem mit, weil es auch gut in das ganze Sortiment jetzt passt von der Ausstellung. Und da haben wir das Gefühl gehabt, das werden wir nicht verkaufen. Und dann haben wir es doch verkauft. Also man wird immer diesbezüglich eines Besseren belehrt. Und wie viel kosten die Bilder seiner Künstlerinnen und Künstler in der Galerie Welz? Ich würde sagen, so bei 3.000 Euro, also ich spreche jetzt von Ölbildern, 3.000 Euro aufwärts bis auch 50.000, 100.000 Euro auch. Wer bestimmt eigentlich die Preise der Kunstobjekte? Der Markt angeblich. Ich wollte immer eigentlich nur meine Aufwendungen bezahlen können und ein bisschen, dass es bleibt fürs Leben. Und das habe ich erreicht und das bin ich also reich werden. Viele Leute glauben, die Künstler sind reich, das ist ein komplettes Blödchen, weil viel zu viel Zeitungen schreiben nur über Auktionsrekorden von irgendwelchen verstorbenen Künstlern oder Berühmten. Und die Leute glauben, die Künstler sind reich, das ist nicht wahr. Salzburg ist auch die Heimat der Galerie Welz. Die älteste Galerie der Stadt wurde 1899 gegründet und wandte sich seit den späten 1980ern verstärkt der zeitgenössischen Kunst zu. Martin Kelz und Hubert Lendl führen die Galerie. Das ist auch etwas, was wir immer hochgehalten haben. Die klassische Moderne, österreichische klassische Moderne, internationale klassische Moderne und herauf und parallel dazu immer Zeitgenössisches, auch in vielen, vielen Ausstellungen natürlich. Die Sommerausstellung widmet sich den Meisterbildhauern um Fritz Wottruber. Wir beginnen unsere Ausstellung eigentlich hier im Außenbereich noch mit der weiblichen Kathedrale. Das ist eine ganz wichtige Skulptur von Fritz Wottruber, entstanden nach seiner Rückkehr aus der Schweiz 1946 in Wien unter dem Eindruck des zerstörten Stephansdoms in Wien. Daher auch der Name weibliche Kathedrale. Salzburg und seine Kunstgalerien. Die Tradition als Herberge für die Moderne. Es kommen unglaublich viele Menschen nach Salzburg wegen des künstlerischen, des kulturellen Angebotes. Und da gehören die Angebote von Galerien genauso dazu wie die Ausstellungen oder andere Offspaces. Ich halte die Galerieszene für sehr, sehr wichtig. Eine so schöne Stadt wie Salzburg ist so wie Florenz oder Venedig. Solche Städte laufen Gefahr, zum Museum zu werden. Umso wichtiger ist die Gegenüberstellung mit der zeitgenössischen Kunst. Diese Zeitrelevanz, das ist etwas, wo Galerien ganz wesentlich daran beteiligt sind. Also sie bringen Menschen zusammen, sie bringen die Künstlerinnen und Künstler mit dem Publikum, auch mit den Sammlerinnen und Sammlern zusammen. Und da haben sie eine ganz eminent wichtige Funktion in diesem Rollenspiel.